Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Und ich war gerade noch so um 3 Uhr munter und habe einen netten Stream über Artikel 13 gefunden, wo ein 15-Jähriger einfach mal so einen Stream angemacht hat und einmal Real Talk über Artikel 13 geredet hat, das mir sehr gefallen hat. Und da dachte ich mir so, okay, dann nutze ich doch meine Reichweite, um das Video zu verbreiten. Also ich habe ihn dann gefragt, ob ich es re-uploaden darf. Da hat er gesagt, das ist für ihn okay. Und der heißt iCookie, da könnt ihr euch gerne vorbeischauen, weil ich finde seine Meinung wirklich absolut stark und redet da wirklich Real Talk über Artikel 13. Und ich finde, dieses Ding hat Support wirklich verdient. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Video anschauen würdet und auch dann zu ihm und ihn abonnieren würdet. Jo, dann würde ich sagen, let's go mit dem Video und lasst gerne eine Wertung auf dieses Video da. Das würde mich sehr, sehr freuen, würde ich sagen, let's go und gönnt euch diese geile Meinung. Wir leben in einer Demokratie. In einer Demokratie entscheidet das Volk. Ich wiederhole, das Volk über die Mehrheit. So, mit 16 darf man abstimmen bzw. wählen. Wenn man minderjährig ist, darf man das nicht. Und jetzt so ein großes Thema wie Artikel 13. Die Medien berichten darüber nicht. Warum berichten die Medien darüber nicht? Ja, weil sie es nicht juckt. Weil sie ja damit das Geld verdienen. Wenn Artikel 13 jetzt in Kraft treten sollte, dann verdient einfach die Medien, verdienen dadurch Geld. Es geht nur ums Geld. Es geht um nichts anderes in diesem scheiß Artikel 13 als ums Geld. Und ich finde es einfach assi. Heute ist der letzte Tag, wo wir was dran ändern können. Heute ist der Tag, wo wir sagen können, nein, wir wollen das nicht. Heute ist der Tag, an dem wir das verändern können. Tut irgendein Medienkonzern, tut er da was dagegen? Nein. Und warum nicht? Ja, weil die dadurch ihr Geld verdienen. Die Medien verdienen ja ihr Geld durch die GIS oder durch, keine Ahnung, durch die Werbung. Und da jetzt so wenig Leute Werbung schauen und viel mehr Leute. Ich meine, ich habe jetzt keinen roten Faden, an dem ich halten kann irgendwie. Ich kann einfach nur frei aus dem Kopf erzählen, was ich davon halte. Und ich finde es einfach nur, das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht als Regierung, als EU sagen, wir hauen uns einen Upload-Filter raus und man kann dann darin einfach nicht mehr, ja, man kann einfach nichts mehr hochladen. Man kann seine Meinung nicht frei äußern. Jetzt können wir das noch. Jetzt könnte ich noch das hier anmachen und es würde sich niemand aufregen, ob das jetzt gecopyrightete Musik ist, ob ich die Lizenz dafür habe, ob ich die Rechte habe, regt sich keiner ab auf. Wenn jetzt Artikel 13 heute in Kraft treten sollte und ich mache den da, ja, vielleicht den da, und das Lied ist gecopyrighted, dann regt man sich darüber auf. Ansonsten nicht. Und es ist einfach so unlogisch. Ja, sehr schöne Erklärung. Ich gebe mein Bestes, das irgendwie zu erklären, was ich kann nur sagen, was ich weiß. Ich kann nur das sagen, was ich weiß, und ich kann nur meine Meinung dazu ausgeben. Und ich kann in ein nicht. Ich kann meine Meinung nur so äußern, und auch wenn sie nur 15 Leute hören, hören sie 15 Leute, und das reicht mir. Und auch wenn es davon kein Politiker ist oder so, aber es ist einfach nur wichtig, dass die Leute jetzt noch in letzter Sekunde auf jeden Fall darüber erfahren. Ich wollte dazu schon vor so langer Zeit ein Video rausmachen, aber ich habe einfach nie die richtigen Worte gefunden, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist schwieriger, über Artikel 13 ein Video zu machen, wenn du dir kein Skript schreibst und einfach nur frei aus deinem Scheißkopf erzählst, ist es schwieriger, als wenn ich jetzt da von mir einen Text hätte und genau sagen würde, ja, okay, das muss ich sagen, das muss ich sagen, das muss ich sagen. Und es ist einfach für mich unbegreiflich. Ich weiß, dass Artikel 13 nicht sofort in Kraft treten wird. Das wird ein bisschen dauern, auf jeden Fall. Aber er wird, wenn er in Kraft tritt, wäre es auf jeden Fall nicht so gut für alle Content Creator oder fürs Internet generell. Weil, schaut mal, für was hat man damals das Internet erfunden? Ja, damit die Leute was suchen können, damit sie Rezepte nachschauen können und einfach damit die Leute besser verbunden sind. Und jetzt willst du mir sagen, jetzt kommt Artikel 13 und will mir sagen, wenn wir das einfügen, dann können die Leute auf YouTube Tutorials anschauen, Unterhaltung anschauen? Nein, weil wenn da irgendwas gecopyrightes drin ist oder irgendetwas, wofür du diese scheiß Rechte, und das hört sich jetzt blöd an, aber wenn du die Rechte für diese Sachen nicht besitzt, ja, was machst du dann? Dann kannst du nichts hochladen. Ich habe ja ein Intro. Und wenn ich nicht die Musik
oder die Rechte für diese Musik oder besonders für dieses Intro haben, wenn ihr Bescheid wisst. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich muss vorweisen, dass ich die Rechte für dieses Lied habe. Ich müsste jetzt zum Beispiel vorweisen, dass ich die Rechte hierauf habe. Müsste ich vorweisen. Müsste ich vorweisen, dass ich auf so ein Lied die Rechte habe, obwohl es in einem Spiel ist. Du musst für alles deine Scheiße sagen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Und das verstehen, glaube ich, viele in meinem Alter nicht. Also mein Alter 15, verstehen das, glaube ich, sehr viele nicht. Man kann das nicht bringen, dass man sagt, ey yo, Artikel 13... oder man erklärt ja den Kindern oder den Jugendlichen oder mir, dass man in einer Demokratie lebt. Erklärt man ja so brillant, als ob Demokratie das Beste ist, was uns je passiert ist. Und jetzt leben wir in einer, ich muss da ein bisschen zurückfahren, dass ich die Ampel sehe. Und jetzt leben wir in einer Demokratie. Wir leben zurzeit in einer Demokratie. Und was bringt uns diese scheiß Demokratie? Ein Upload-Filter, den, sagen wir jetzt mal, die halbe Menschheit interessiert sich, ob ein Upload-Filter kommt, und die andere halbe Menschheit wollen Upload-Filter und die andere halbe Menschheit will kein Upload-Filter. 5, sagen wir, von 10 Milliarden Menschen. Jetzt nehmen wir mal an, wir sind 10 Milliarden Menschen auf der Welt. 5 Milliarden juckt's überhaupt nicht. 2,5 Milliarden sagen nein und 2,5 Milliarden sagen ja. Was machen die? Ja, denen ist das scheißegal, ob 2,5 Milliarden sagen, nein, wir wollen das nicht. Das ist denen scheißegal, die bringen ihn trotzdem. Hallo? Merkel ist für Upload-Filter. Merkel ist für Upload-Filter. Ey, es tut mir leid, dass ich das jetzt sag und Politiker beleidige. Aber das ist so. Wir können in unserer heutigen Generation nicht 70, 60, 80-Jährige bestimmen lassen, was bei uns passieren soll, was im Internet passieren soll. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann doch nicht zu meinem Opa sagen oder zu meiner Oma, die nicht mal wirklich so viel Ahnung von dem haben, macht was, ändert was daran. Kann ich ja nicht bringen, weil die wissen ja sozusagen eigentlich nichts darüber. Also, ja, man darf das re-uploaden, ist für mich gar kein Problem. Also, man bekommt Leuten gesagt, wir leben in einer Demokratie, man wird uns gesagt, wir dürfen mitentscheiden, das Volk hat ein Mitbestimmungsrecht, und dann dürfen wir als Volk nicht über Artikel 13 entscheiden, sondern da bestimmen irgendwelche, tut mir leid, dass ich das so sage, irgendwelche 70, zwischen 40, ich sage es mal einfach so, zwischen 40 und 80-jährige Personen sitzen da drin und sagen, ja, das machen wir. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir, das machen wir nicht. Das machen wir, das machen wir nicht. Sagen solche Leute, die keine Ahnung haben, was das heißt. Artikel, ja klar wissen die, was das heißt und was das bewirken wird. Aber die wollen Geld verdienen. Es geht nur ums Geld. Es geht darum, wer das meiste Geld verdient. Es geht nicht darum, schaut, dass die User das haben. Schaut, dass die Leute das haben. Schaut, dass die Leute Rechte haben. Sozusagen Rechte haben, wenn sie was uploaden, ob das gecopyrighted ist oder nicht. Es geht halt echt einfach nur darum, wer verdient mal Geld? Verdiene ich? Würde ich kein Geld? Oder würde Montana Black oder sagen wir irgendwelche großen YouTuber kein Geld mit YouTube verdienen? Denkst du, irgendjemand würde es jucken aus der Politik, ob der jetzt der YouTube macht oder nicht? Würde kein Schwein jucken. Aber jetzt verdienen die Leute Geld. Die verdienen zum Teil mehr als Politiker. Und auf einmal müssen die irgendwas machen, damit die YouTuber nicht mal so viel Geld verdienen oder nicht mehr die Chance haben, Geld zu verdienen, sondern nur noch, dass die für Geld verdienen. Ich meine, schaut mal in die YouTube-Trends. Auf Streife. Berlin Tag und Nacht. Und lauter die ganze Fernsehscheiße, von denen sich YouTube distanziert hat, ewig lang, kommt wieder. YouTube, oh, ich darf nicht fahren, YouTube, also die Leute, die auf YouTube gehen, wollen sich ja distanzieren von Fernseher. Und was macht der Fernseher? Der Fernseher kommt nach YouTube. Ja, hallo? Für was ist das Internet da? Richtig, um Memes zu kreieren, um seine Meinung schnell verbreiten zu können. Was können wir mit Artikel 13 nicht? Unsere Meinung verbreiten und irgendeine Scheiße machen. Ich könnte jetzt nicht
ohne Bedenken, wenn Artikel 13 jetzt draußen wäre, müsste ich vorweisen, dass ich die Scheißrechte... Warte. Dass ich die Scheißrechte über dieses Lied hätte. Müsste ich jetzt vorweisen. Müsste ich jetzt, wenn Artikel 13 draußen wäre, müsste ich vorweisen, ich habe die Rechte, ich darf dieses Lied in meinem Video verwenden. Darf ich. Artikel 13 existiert nicht. Es juckt kein Schwein. So, wisst ihr, was ich meine? Es juckt kein Schwein jetzt. Jetzt juckt es kein Schwein. Artikel 13 ist raus. So, wartet. Darfst du dieses Lied verwenden? Hast du dafür die Rechte? Keine Ahnung. Ist das Lied gecopyrighted? Keine Ahnung. Aber muss ich es vorweisen, dass ich es benutzen darf? Ja. Aber warum muss ich bitte vorweisen, dass ich etwas benutzen darf? Warum? Schaut mal. Wenn YouTuber nicht wollen, dass ihre Musik gereuploadet wird, wisst ihr, wie ich meine? Sprich, gedownloadet und einfach hochgeladen, wo sie jeder frei zugänglich hat. Warum laden das Musiker hoch? Natürlich, damit es die Leute hören. Und damit sie die Leute hören. Aber wenn die Musiker damit ein Problem hätten, dann würden sie es nicht auf YouTube oder irgendwo hochladen, sondern würden sie sagen, man kann das nur auf dieser Plattform hören. Wenn man das in der Öffentlichkeit abspielen lässt, dann muss man Schadensersatz zahlen. Dann würden die Musiker was sagen. Oder die Künstler. Aber die Künstler, die profitieren ja daraus, dass Leute etwas hochladen oder auf das Lied, sage ich jetzt mal, aufmerksam machen. Zum Beispiel, schaut mal, GTA macht auf dieses Lied aufmerksam. Wenn es den Leuten gefällt, mir gefällt es jetzt zum Beispiel. Und ich lasse es gerade an, ein bisschen. Wisst ihr, da ist jetzt, es ist einfach, ja. Es geht einfach ums Geld. Würde YouTube kein Geld verdienen, würde es keinen jucken. Das ist einfach ganz einfach und schnell erklärt. Das ist einfach so, ich mag das Lied, ich will es anlassen. Wo ist es jetzt, ja? So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach, das kannst du als EU nicht bringen. Ich meine, wie viele Leute würden bitte sagen, wir treten aus der EU aus, damit Artikel 13 nicht in Kraft tritt? So, jetzt mal kurz TikTok. Wie viele Leute würden sagen, ich will den Artikel 13 nicht, ich will das aus der EU austreten, damit Artikel 13 bei uns nicht existiert oder nicht reinkommt? Wie viele Leute würden das unterschreiben? Die Älteren, die Senioren, die würden es nicht jucken. Die jungen Erwachsenen würden das sagen, ja, finde ich scheiße. Die halt so mit dem Internet vertraut sind. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind ja jetzt die Generation. Wir Jugendlichen sind jetzt die Generation, die mit dem aufwachsen. Die das jetzt schon... Ich kenne das Internet jetzt. Ich bin mit dem Internet aufgewachsen. In meiner Kindheit ist das Internet... Ist die Wii rausgekommen. Wo ich 6 Jahre alt war, habe ich meine Wii bekommen. Ich bin damit aufgewachsen mit der Scheiße. Und jetzt wird mir die Scheiße weggenommen. Ich meine, wenn die älteren Leute ohne Auto mit Fern aufwachsen, oder sage ich mit einem Auto aufwachsen, dann nehme ich denen das Auto ja auch nicht weg und sag, ihr dürft das Auto jetzt nicht mehr verwenden, weil wenn ihr ein Auto verwendet, dann als Auto, das ist nämlich Urheberrechtsverletzung, wenn ihr da ein Logo von irgendeiner anderen Firma draufklebt. Würde jetzt auf meinem Auto hier Audi umstehen in GTA, wäre es eine Urheberrechtsverletzung, sozusagen. Es wäre eine Verletzung des Rechts, der das entworfen hat. Und ich kenne mich mit Politik null aus. Aber ich kenne mich so gut aus, dass ich sagen kann, um was es geht. Weil in Politik, fallen wir da schnell durch, geht es immer ums Gleiche. Verdienst du Geld? Dann interessiert es jeden. Wisst ihr, als ich bin ein kleiner Content Creator und es gibt viele andere kleine Content Creator da draußen. Können die sich irgendwie gegen Artikel 13 wehren? Können die irgendwie sagen, nee, wir wollen das nicht? Können die irgendwie sagen, macht was dagegen? Nein! Und wieso können die nichts machen? Ja, weil es keinen juckt. Wieso berichten die Medien nicht darüber? Weil es den Medien scheißegal ist. Weil wenn die Leute auf YouTube nicht mehr existieren, dann haben die Leute oder die Medien haben dann immer noch, verdienen dann noch mehr Geld. Und darum berichten sie nicht darüber. Hallo, warum berichtet, weiß ich, ich kann jetzt nur sagen, wie es in Österreich ist, warum berichtet ORF 1, ist bei uns ein News-Sender, oder so ein oder generell so ein Filmsender, warum berichten die nicht über Artikel 13? Ja, weil es sie nicht juckt, weil die nachher immer noch ihr Geld damit verdienen. Die verdienen trotzdem nachher noch Geld mit dem, was sie machen. Und, da, hi Fressi, übrigens,
Und die YouTube-Creator, wir als kleine YouTube-Creator oder als große YouTube-Creator oder als Content-Creator oder als Unterhaltungs-YouTuber, als Meinungsvlogger, als keine Ahnung, was es alles gibt, ne? Die werden benachteiligt